Also ich habe das Gymnasium bis zur 10. Klasse gemacht und bin dann auf ein Internat in England, auf ein Kunstinternat, weil ich mir damals schon sicher war, dass ich Kunst in irgendeiner Form machen wollte. Und Abitur wäre wahrscheinlich, hätte ich bestimmt geschafft mit viel, viel Nachhilfe und viel, viel Hilfe, aber es wäre einfach nur Geweine gewesen und ich war mir einfach sicher, dass Kunst mein Ding ist und dann bin ich abgehauen quasi. Ich wurde nicht von meinen Eltern weggeschickt, wie viele Nachbarn geglaubt haben. Ich habe das aus freier Entscheidung gemacht und habe einfach das Ganze, also alles, was mit Kunst zu tun hat, habe ich auf Englisch gelernt und deshalb sind die Wörter für mich viel natürlicher und habe da dann 2 Jahre auf dem Internat quasi mein Fachabitur, wenn man so will, gemacht. Bin dann nach Brighton gegangen und habe dort weitere 2 Jahre, ein Jahr auf dem College und ein Jahr einfach so gelebt. Und auf Englisch kommt einfach alles, wenn ich über Kunst rede, kommt es einfach viel natürlicher und viel authentischer. Und es ist mittlerweile wirklich so, dass mir, obwohl ich jetzt schon 3 Jahre ja hier in der Schule bin und in Deutschland bin, immer noch viele Wörter einfach nicht einfallen auf Deutsch, weil sie so abgespeichert sind auf Englisch. Deshalb dachte ich mir, ich mache mir das Leben ein bisschen einfacher und nehme mir ein bisschen die Nervosität und mache es einfach in meiner Comfortzone auf Englisch. Überraschenderweise sehr gut. Also ich habe vorweg einmal gefragt, ob das für alle okay ist, weil man kann sich ja nicht sicher sein, ob Leute Englisch sprechen. Und sie meinten alle, also Anja und René meinten, sie sind zwar nicht so fit, aber sie kommen sicherlich mit, weil sie das Projekt ja auch schon vorher kannten, weil ich schon vorher mit denen darüber gesprochen habe. Andreas war total begeistert und ja, also es kam sehr gut an. Alle sind gut mitbekommen und haben sich sogar dann wieder gewundert, als ich dann wieder auf Deutsch gesprochen habe, weil sie meinten, irgendwie hört sich das, also sie wussten gar nicht, welche Sprache das jetzt ist. Irgendwie sie waren so drin plötzlich, dass sich das dann ganz komisch angehört hat. Ich wollte auf jeden Fall, da man sich ja 6 Monate damit beschäftigt, musste ich irgendwas finden, was mich wirklich 6 Monate lang glücklich macht, weil ich da jeden Tag dran arbeiten wollte. Und deshalb habe ich mir ein Thema ausgesucht, wo ich sehr viel Kunst machen kann. Und habe ein Konzept entwickelt, in dem ich eine Kunstzeitung gemacht habe, also wirklich eine Zeitung, kein Magazin. Und habe darum herum gebaut, dass wir junge Künstler unterstützen. Also wir sind ein Magazin und ein Event und eine Community. Also da ist viel, viel mehr als nur ein Magazin hinter. Und wir unterstützen Künstler, junge Künstler, die noch nie die Möglichkeit hatten, sich außerhalb des Internets zu präsentieren. Wir holen die Kunst aus dem Internet raus in den Print und dann eventually vom Print in einer Ausstellung und zeigen halt ganz um Themen, die sich alles halbes Jahr wechseln, zeigen wir in 4 Magazinen pro Jahr junge Künstler und ihre Gedanken von Skulptur, Animation, also alles, was die Kunst irgendwie zu bieten hat. Ja, hatte ich. Habe ich wieder verworfen, habe ich wieder aufgenommen, habe ich wieder verworfen. Mein großer Traum ist es, an Chelsea University of the Arts in London meinen Master in Fine Art zu machen. Oder aber, ein anderer Gedanke war Master in Photography am Central St. Martins. Das habe ich jetzt aber ein bisschen aufgeschoben, weil ich denke, jetzt wo ich gerade hier so drin bin und meine Wohnung habe und Freunde, möchte ich erstmal jetzt das Jahr nutzen. Also ich hätte mich im März bewerben müssen und im Oktober wäre das schon losgegangen. Deshalb möchte ich jetzt erstmal ein Jahr quasi aussetzen, wenn man so will. Also ich arbeite schon die ganze Zeit freelance als Fotograf und Designer, aber möchte erstmal hier so weiter kleine Jobs machen mit den Klienten, die ich schon angesammelt habe und ein paar Hochzeiten, die ich schon auf dem Plan habe. Und so ein bisschen ja, was aufbauen, wenn man so will, damit, wenn ich dann 2016 hoffentlich dann den Master mache und dann wieder zurückkomme, wenn ich nicht sogar da bleibe, dass ich dann nicht komplett nochmal von vorne anfangen muss. Also erstmal ein kleines Nest bauen und dann loslegen. Sucht euch ein Thema, worauf ihr wirklich, wirklich richtig Lust habt, auch wenn es nicht unbedingt perfekt Kommunikationsdesign ist oder so. Wenn ihr lieber künstlerisch aktiv seid oder lieber schreibt, dann bastelt euch irgendwas drumherum. Damit ihr wirklich aktiv daran arbeitet und nicht aufsteht und denkt, oh, ich muss schon wieder daran arbeiten und es vor euch herschiebt. Auch wenn es bei manchen klappt, wie ich möchte gerne Jessica Schulz erwähnen, im letzten Monat anzufangen und es trotzdem super gut zu machen, fangt sofort an. Es erspart unheimlich viel Druck und man kriegt einfach in den letzten Tagen noch so viele Ideen, die man dann doch noch gerne umsetzen möchte, die man dann eigentlich hätte besser umsetzen können, wenn man rechtzeitig angefangen hätte. Schreibt euch alle jeden Gedanken auf, hold that thought. und ihr habt einfach ein unglaubliches Sammelsurium an Ideen, die ihr einfach abarbeiten könnt und dann klappt das auch easy.